In den letzten 2 Jahren der Pandemie haben wir viel gelernt und haben das Gelernte gleichzeitig anwenden. Wir haben gelernt, vielleicht zum ersten Mal oder in einem neuen Bereich, wer oder was als vertrauenswürdige Quelle gilt, wie man Daten interpretiert und wer wir als ExpertInnen erachtet. Nicht zuletzt haben wir mit dem Gelernten gleichzeitig müssen oder dürfen oder wollen entscheiden, welche Massnahmen wir als richtig oder als falsch empfinden. Oder vielleicht ein bisschen differenzierter formuliert als zu früh oder zu spät, zu streng oder zu lasch. Häufig hat das zu Diskussionen geführt, wo es darum gegangen ist, dass jede Person beweisen kann, warum das ihre Sicht die richtige ist. Es ist selten vorgekommen, dass jemand versucht hat, die Sicht vom Gegenüber wirklich und aufrichtig und empathisch zu verstehen. Und ebenso selten ist es vorgekommen, dass jemand gesagt hat, das weiß ich nicht oder da muss ich mich noch mehr informieren. Ich habe es so erlebt, dass es wie eine Art Kampfmodus ist, wo wir reingefallen sind, wo wir ganz fest versucht haben, unsere Sicht zu verteidigen. Dass jetzt jemand wie Caroline Emke kommt und das Buch namens «Für den Zweifel» veröffentlicht, empfinde ich als Wohltat. Sie ist für mich eine der spannendsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum und ich habe letztes Jahr schon mal ihr Corona-Journal vorgestellt. In «Für den Zweifel» wird Caroline Emke in 5 Gesprächen vom Literaturprofessor Thomas Sträßle interviewt. In diesen Gesprächen geht es um viele verschiedene Sachen, unter anderem Körper, Krankheit und auch Krieg. Die Botschaft, wenn man das jetzt mal so religiös aufgeladen formulieren kann, die ich unter dem Strich aus dem Buch herausgezogen habe, ist: Lasst uns bitte Räume schaffen. Lasst uns bitte Räume schaffen, um präzise herzuschauen, um genau zu verstehen, wo das überhaupt Problem liegt, Problem unserer Gesellschaft. Lasst uns aber auch bitte Räume schaffen, wo wir Fragen angehen können, wo wir Zweifel zulassen können, Ungewissheiten, ungeklärte Probleme. Und dass wir das weiterdenken können und nicht immer eindeutige und klare Lösungen für alles finden. Das Buch ist natürlich keine Patentlösung dafür, wie wir alle ab sofort konstruktiv miteinander diskutieren und eine gemeinsame Stossrichtung finden. Aber aus vielen Jahren Erfahrung im interreligiösen Dialog kann ich Caroline Emke nur beipflichten, dass das Allerwichtigste ist, dass es so Räume gibt oder dass so Räume bewusst geschaffen werden. Ort oder Räume, wo zwischenmenschlicher Austausch stattfinden kann, wo Meinungen austauscht werden ohne Tabus, wo Meinungen revidiert oder ja überhaupt gebildet werden können. Das müssen nicht irgendwelche fancy Diskussionsforen sein. Es langt, wenn man in der eigenen Familie anfängt oder bei FreundInnen, wenn man einen Sportverein hat oder vielleicht auch in der Kasse oder Migros, wenn jemand einen blöden Kommentar macht. Aber ich wünsche uns allen, dass wir so Räume und Ort und Möglichkeiten dafür wahrnehmen können und dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können. In dem Sinne kann ich euch das Buch ganz fest empfehlen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und bis dahin, macht's gut! RevLab.